Zuschauerinnen und Zuschauer. Die neue Frottenwäsche von Coop Natura Line aus Biobaumwolle ist jetzt noch flauschiger und weicher geworden. Die grössere Saugfähigkeit und die Farbbrillanz ist auffallend. Und man kann bei diesen Handtüchern, Duschtüchern und Wäschplätzen von Coop Natura Line aus 10 verschiedenen Farben wählen. Trotz dieser Verbesserungen sind die strengen Richtlinien von Coop Natura Line eingehalten worden. Die Biobaumwolle für die neue Frottenwäsche von Coop Natura Line stammt aus dem Bio-Re-Projekt in Meatu in Tansania. Für den Anbau und Verarbeitung der Biobaumwolle gelten dort die gleichen Anforderungen wie für die Baumwolle aus dem bekannteren Maikal-Projekt in Indien, wo wir Ihnen auch schon vorgestellt haben. Das Ziel dieser beiden Projekte ist das gleiche. Den Baumwollbauern langfristig eine ökologisch tragbare und menschenwürdige Existenz sichern. Maikal, Indien, Tansania, das sind Stichworte, die uns zum heutigen Gast führen. Er reist nämlich gerne und ist viel unterwegs. Herzlich willkommen im Studio, Leonard! Hallo Leonard, schön, bist du da. Mit deiner neuen Sendung «Rund um Mondo» wirst du uns auch in ein fremdes Land führen. Genau, die ist also ganz neu und am Samstag zum allerersten Mal. Und die erste Reise, die führt uns nach Thailand. Und es ist eigentlich eine Mischung zwischen schöner Musik und schönen Landschaftsimpressionen. Du hast zurzeit ja ziemlich streng, deine neue CD ist jetzt gerade rausgekommen. Das ist mittlerweile die 12. CD und das stimmt. Ich glaube, bis Ende Mai ist so gut wie kein einziger Tag frei, weil Fernsehauftritte, Promotion, Termine, normale Auftritte. Also mit Ausruhen und auf die faule Haut liegen, ist im Moment wirklich nichts zu wählen. Danke, Leonard. Wie wir wissen, hast du gerne die Linsertorte, vorausgesetzt natürlich, sie ist von Coop. Stimmt, genau. Jetzt darfst du zusammen mit Armin Amrain ein Geflügelgericht zubereiten. Gerne, merci. Richtig, wir machen den Coq-au-vin mit Nudeln. Grüezi miteinander. Salut, Leonard. Salut, Armin. Herzlich willkommen. Hallo. Frische oder auftaute Poulet in 8 Stück zerteilen, wie ich es hier schon gemacht habe. Mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen und alle Teile im Mehl wenden. In einem grossen Topf Speckwürfel knusprig braten. Rausnehmen. Und dann alle Poulet-Teile im Speckfett kräftig abraten. Knoblauchscheibli 2 bis 3 Minuten mitbraten. Einen Teelöffel Mehl drüber stäuben. Thymian und Rosmarin dazugeben, leicht salzen und Rotwein dazugießen. Jetzt Speckwürfel zurück zum Fleisch geben und alles halb zugedeckt 3/4 Stunde lang schmoren. Während dieser Zeit Champignons putzen, rösten und grob schneiden. Zusammen mit den Silberzwiebeln zum Gericht geben und mitschmoren. Wenn das Fleisch sich leicht vom Knochen löst und die Soße eingekocht ist, mit Pfeffer und Salz würzen. Und den Coq-au-vin mit Nudeln und einem Salat servieren. Auch das Rezept steht in der neuen Coop-Zeitung. Und es ist so gut, dass wir es wirklich nicht verpassen dürfen. Besten Dank, Armin und Leonard. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, aus welchem Land stand Biobaumwolle für die neue Frottenwäsche von Coop Natura Plan? Kenia, Sambia oder Tansania? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Tansania. Und damit 2 Tageskarten für die Expo 02, inklusive Verpflegung im Restaurant Bio Tavola und ein Expo 02 T-Shirt gewonnen hat, ja, der Herr Clemens Schatz. Fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders natürlich bei dir, Leonard, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Ganz herzlichen Dank. Geil, das ist meine Lieblingsfarbe. Merci. Dankeschön. Auch Sie daheim können heute wieder gewinnen beim neuen Expo 02 Spiel in der Coop-Zeitung, ermöglicht von folgenden Sponsoren: SEG Poulet aus besonders tierfreundlicher Haltung, Dinkelbrotmehl zum Selberbachen, Instant Ice Tea Classic und grüne Currypaste von Thai Kitchen. Zu gewinnen gibt es ein Audi A2 und auch hier Tageskarte für die Expo 02 und Gutschein für das Coop-Restaurant Bio Tavola in Neuenburg. Das Mitmachen lohnt sich also.
Nicht nur bei der Frottenwäsche für das Badezimmer gibt es Neuheiten, sondern auch bei den Kosmetikprodukten von Coop Naturaline sorgt die Entwicklung laufend für eine deutliche Qualitätsverbesserung. Als konsequente Ergänzung von der biologischen Gesichts- und Körperpflege gibt es in unseren Läden jetzt auch Kosmetikwatten und Wattepads aus reiner Biobaumwolle. Das war es für heute. In einer Woche geht es weiter mit ökologischen Produkten. Wir zeigen Ihnen, woher das Holz für die Coop Ökoplan-Produkte herkommt. Es würde mich freuen, wenn ich Sie dann auch wieder begrüssen darf. Auf Wiedersehen!